Bundesligaspiel für Borussia Dortmund in München, wo ich dann auch abends direkt ins Sportstudio eingeladen wurde. Das war natürlich ein großes Erlebnis für mich, aber natürlich dann der Pokalsieg 1989, wo wir nach 23 Jahren wieder einen Titel gewinnen konnten. Das war natürlich so ein bisschen, nach all den Jahren gemerkt, dass das irgendwie ein Büchsenöffner war für die Zeit danach. Und da bin ich hinten, hab den Ball und pöbel den mit einem langen Abschlag nach vorne. Und der Verteidiger von Gladbach, der hat da irgendwie nicht so richtig gepeilt. Und Nobby rennt dann durch und haut das Ding dann rein. Das war bis 15 Meter hinter der Mille, 20 Meter in der Mille, ich hab das Ding lang gehauen. Ich weiß gar nicht, wer der Innenverteidiger war. Das ist einmal gewesen. Ja, und Nobby nimmt den dann auch mit. Klatsch, 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 haut rein. Passt ihn rein. Hier wir große Rivalität haben im Ruhrgebiet, ist es natürlich so, dass das natürlich immer ein Highlight der Saison ist. Dass, wenn du gegen die Blauen gewinnen kannst, ist das natürlich eine Geschichte, da zehrst du wieder bis zum nächsten Spiel. Und wir wissen ja, wie eng wir aufeinander leben hier und wie viele Leute Schalke-Fans sind und Dortmund-Fans und die gehen zusammen arbeiten und dann hast du halt immer ein Thema auch. Und das ist leider jetzt erstmal hinfällig. Und du kannst als zweiter Torwart die ganze Sache durcheinander bringen, wenn du ein Stinksack bist, aber du kannst da auch ziemlich gut helfen und Sachen sehen. Und das ist mir dann in dem Alter schon aufgefallen auch. Und ich dachte, Mensch, das ist doch schon eine Sache, die könnte dir gefallen. Es geht auch ums Bälle-Schießen, es geht um Verbesserungen in den technischen Bereichen der Torhüter. Du musst wissen, was du mit denen trainierst. Und das habe ich im Laufe der Jahre dann auch für mich so entwickelt. Aber interessant ist diese psychologische Begleitung auch und den Jungs zu helfen. Weil aufgrund dieser langen Karriere ich auch viele Stationen durchgemacht habe. Viele, viele positive, aber auch negative mit dieser Verletzung und auch Teil 2 gespielt zu haben oder rauskam nachher als Nummer 1. Da war auch eine Phase, wo ich damit ein bisschen gehadert habe. Aber da sind so viele Momente dabei gewesen, die ich dann erlebt habe und den Jungs dann auch vermitteln konnte, dass auch wenn es mal schlecht läuft, das eine Phase ist. Aber wenn du so eine Phase durchmachst, denkst du, das ist für immer, ist aber nicht der Fall, es geht vorbei. Dann habe ich mich halt der größeren Sache verschrieben, Borussia Dortmund. Darum ging es eigentlich.